lieber Wassermann, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Junihälfte aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen, der Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Außerdem findest du unten auch meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram, ja? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Gehen wir zu deiner Legung über, zur intuitiven Message, Wassermann. Für die Legung für die zweite Junihälfte möchte dein höheres Ich mit dir reden. Dein Higher Self, das höhere Ich. Was ist dein höheres Ich? Das wird jetzt sehr banal klingen, aber es ist traurigerweise tatsächlich so. Jetzt halt mal kurz still und frag dich mal, was genau dich an dir selbst stört. Es gibt keine Menschen, die rundum zufrieden sind mit sich selber. Ja, das geht dann in Richtung Störung. Ja, man sollte ja immer ein bisschen kritisch mit sich selbst sein. Und da gibt es irgendetwas, das dich stört, Wassermann, an dir selbst. Was dein Bäuchlein? Oder sind deine Waden ein bisschen dick und dann passen nicht alle Stiefel? Du sollst dich in der zweiten Junihälfte in allen Situationen fragen, was dein Ich mit schlanken Waden, was dein Ich mit einem Sixpack da in dieser Situation tun würde. Es ist leider so, dass wir an einer einzigen Sache da, wegen einer einzigen Sache da uns selbst von unserem höheren Ich runterschrauben. Das ist der Gedanke, wo man sich so sagt, wenn ich kein Bäuchlein hätte, wenn ich ein Sixpack hätte, dann wäre ich perfekt. Oder wenn ich in Mathe besser wäre, dann wäre ich perfekt. Und du sollst dich in der zweiten Junihälfte stets fragen, was würde mein Ich, mein Mathe-Genie, ich in dieser Situation tun? Weil das ist dann dein höheres Ich. Ja. Das haben alle. Kein Mensch ist je im höheren Ich, weil das würde dann bedeuten, dass du tot bist, weil du lebst ja, du verbringst ja all die Jahre und da musst du ja hochstreben, kannst ja nicht immer gleich bleiben. Wenn du perfekt wärst, dann würdest du ja immer gleich bleiben. Ja? Menschen, die sich wirklich, 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 wirklich für perfekt und unfehlbar halten, die werden als klinisch krank beschrieben. Ich spreche jetzt das Wort hier nicht aus, weil das wird sowieso hoch und runter die ganze Zeit kommuniziert, ja, sobald es um spirituelle Themen geht. Rede stets mit deinem höheren Ich, okay? Konzentriere dich nicht auf das, was hier als Defizit gesehen wird. Schau vorwärts und konzentriere dich auf diesen Scheideweg, den du hier vor dir hast. Ja, aus irgendeinem Grund aus deiner Vergangenheit, ja, sei es die schlechten Noten, seien es die schlechten Noten, die du in Mathe bekommen hast, sei es dein Bäuchlein oder deine dicken Waden, ja, aus irgendwelchen Erfahrungen aus der Vergangenheit heraus trägst du im Kopf dieses Wissen, ja, dieses, ich bin die mit den dicken Waden, ich werde erst dann perfekt sein, wenn ich keine dicken Waden habe. Tönt das absurd? Ja, aber es ist die Realität, ja, es ist oft eine einzige Sache da, die uns, uns selbst runterschrauben lässt. Und ich rede hier nicht mal von einem Menschen, der schlecht in Mathe ist, ein Bäuchlein hat und Waden, ja, dicke Waden. Das ist nicht der Fall. Oftmals fühlt man sich minder bemittelt wegen einem einzigen Grund. Ich bin schlecht in Mathe, also bin ich nicht perfekt. Meine Waden sind dick, also bin ich nicht perfekt. Ich muss
schlanke Waden haben, damit ich perfekt bin. Aber es ist halt, du wurdest da von irgendjemand hat dir in der Vergangenheit den Rücken zugekehrt, Wassermann, und du glaubst, dass es ist, weil du schlecht in Mathe bist. Klingt absurd, aber das ist die Wahrheit hier. Eben, die Sache ist die, der Lebensfluss bedingt, dass sobald du diese Imperfektion perfekt hingebracht hast, ja, und dein höheres Ich erreicht hast, du dann direkt wieder etwas findest, das es zu korrigieren gilt und du wieder ein noch höheres anstrebst, ein noch höheres Ich. Das ist einfach so. Und das ist auch gut so, so überleben wir, sonst eben wären wir ja tot. Dann könnte ich einfach so stehen bleiben hier, nicht reden, nicht machen, nichts tun, ja. Guck mal, Ast der Schwerter, höher, ja, Kronenchakra hier, hoch, hoch, rede mit deinem höheren Ich, ja, diese Krone hier stellt dein Kronenchakra dar, du solltest deinen Kopf umprogrammieren im Juni und so agieren wie ein Mensch eben mit schlanken Waden, wie ein Mensch mit einem Sixpack, wie ein Mensch, der super ist in Mathe. Konzentriere dich auf dein höheres Ich. Wir haben hier mit der sechsten Karte, die Liebenden, hier eine Entscheidungskarte. Diese Karte hieß ursprünglich The Choice, ja, die Entscheidung. Und wir haben hier Adam und Eva, ja, das ist so wie von Gott erschaffen, oder? Die Natur, an wen auch immer du glaubst. Ob du jetzt an die Natur glaubst, an Gott glaubst, Allah glaubst, Aliens glaubst, was auch immer du glaubst. Wer auch immer dich kreiert hat, hat dich perfekt kreiert. Ja? Und du musst hier, ja, ich höre hier auch diesen Hinweis, du musst hier auch ein bisschen damit leben, dass du nun mal bist, wer du bist. Wie wär's, wenn du lernst, damit umzugehen, dass du nun mal schlecht in Mathe bist? Das ist einfach so, kannst du sagen. Und ich muss, ja, ich will mich hier nicht von Entscheidungen abhalten, nur weil ich mich auf meine Defizite konzentriere. Ja, ich will mich auf mein höheres Ich konzentrieren hier. Wir haben hier den Hierophanten, ja, das ist dieses höhere Wissen, das ist der Geistliche, das ist auch wieder so dieses, eben, du wurdest kreiert, wie du kreiert wurdest. Mach jetzt das Beste draus. Ja? Der Hierophant hier. Aha, ein Aha-Moment. Du wirst hier einen Moment erleben, wo du plötzlich mit deinem höheren Selbst verbunden sein wirst. Ja, was würde ich tun, wenn ich ein Sixpack hätte? Was würde ich tun, wenn ich schlanke Waden hätte? Was würde ich tun, wenn ich ein guter Mathematiker wäre, eine gute Mathematikerin? Und sobald du diesen Drehmoment hier hast, wo du zack, in die richtige Richtung schaust, ja? Schau, wie deine Krone dann aussieht hier. Von dem zu dem. Das ist der Hierophant, der ist der Queen übergeordnet, ja? Und du wirst dann hier nur so vor Selbstbewusstsein strotzen, wenn du dich mal mit deinem höheren Ich verbunden hast. Ja, und der zeigt auch hier nach oben und das ist der Geistliche. Das steht für höheres Wissen, für das höhere Ich. Okay? Das ist der Schlüssel für deinen weiteren Weg. Ja? Drei der Schwerter. Spüre hier die Energie einer anderen Person heraus. Oh, ja, so läuft es auf der Welt ab, ja. So läuft es auf der Welt ab. Aufgrund von deinen Überzeugungen in Bezug auf deine Defizite, Wassermann, hast du jemand anderem wehgetan. Das, was dir hier angetan wurde in der Vergangenheit, das jetzt hier nachwirkt als ich bin die mit den dicken Waden, ich bin die, die schlecht in Mathe ist, wurde jemand anderem jetzt angetan. Siehst du,
es gibt nicht nur Aggressionskreisläufe, ja. So der Vater schlägt den Sohn, der Sohn wird irgendwann erwachsen, schlägt den eigenen Sohn, dann wird der erwachsen, schlägt den eigenen Sohn. Ja, so wird das ja von Generation zu Generation übertragen. Das ist nicht die einzige Übertragung hier auf der Welt. Frag dich mal, wann du zuletzt schlecht behandelt wurdest, an der Kasse irgendwo oder als du in der Schlange gestanden bist oder der Kontrolleur war frech zu dir, ja, irgend sowas. Glaubst du wirklich, dass du diese Menschen interessierst, Wassermann? Nein, natürlich nicht. Du bist ja einer von vielen für diese Menschen, aber die hatten in diesem Moment irgendein Problem mit sich selbst, ja? Das ist das, was hier bei dir gerade stattfindet, und haben es auf dich übertragen. Ja? Ich sag's euch, ich bin eine rotzfreche Person, aber ich bin, ja, grundsätzlich bin ich rotzfrech, aber ich bin nie unhöflich. Also, ja, weil man soll jetzt solche Dinge immer schnell verdauen, oder? Passiert mir das hier? Natürlich, die ganze Zeit. Aber man darf es nicht persönlich nehmen, weil es ist nicht an mich gerichtet, es ist einfach ein etwas in meinem Gegenüber, das diesen Menschen das hier tun lässt, mir gegenüber. Ja? Sonst kann es ja ein Wurscht sein. Die Sonnenkarte. Heilung pur. Heilung pur für dich, Wassermann. Das hier ist die Neugeburt. Ja? Die Todeskarte hatte sich vorhin gezeigt, du reitest hier in Richtung Neugeburt und schälst das Alte sozusagen ab, weißt jetzt, wo dein Weg ist. Die Sonne hier ebnet dir hier deinen Weg, leuchtet deinen Weg aus. Die Sonnenblumen schauen dich an. Du bist die wahre Sonne sozusagen. Das hier bist du, ein Bebelli, ja, ein weißes Pferd steht für Reinheit, so dieses Loswerden von alten Verschmutzungen. Du kommst hier sauber raus, Wassermann. Okay. Und vor allem haben wir hier okay, gut, ich kann hier etwas relativieren. Wer auch immer du hier wehgetan hast, Wassermann, dieser Mensch ist verletzt worden aufgrund von Dingen, die er sie in der eigenen Kindheit erlebt hat. Okay, gut. Du bist nicht der Grund dafür, dass hier das hier passiert. Es ist etwas in der Vergangenheit, in der Kindheit dieses Menschen passiert, dass dieser Mensch immer noch mit sich trägt. Und du hast es einfach nochmals hervorgerufen. Ja, und dafür kannst du nichts. Nein, Leute, stellt euch vor, wir gehen durch die Welt und nehmen die ganze Zeit Rücksicht auf Dinge, die wir aus der Kindheit mitschleppen. Nee, es geht nicht, ja. Ich hab zum Beispiel ein Problem mit Smarties. Da gibt es eine Geschichte aus dem Kindergarten, ja, und ich erlebe das hier, wenn man mir meine Smarties wegnimmt. Das kannst du ja nicht wissen. Woher willst du das wissen? Ja? Ich bin selbst dafür verantwortlich. Ich verarsche euch nicht, ernsthaft. Ich wäre traurig, wenn man mir Smarties wegnimmt. Und Smarties sind so die M&Ms hier in der Schweiz. Das sind so ohne Erdnuss drin. Ich bin selbst dafür verantwortlich, was mit mir geschieht, wenn man mir Smarties wegnimmt. Menschen können nichts dafür, dass ich im Kindergarten mal etwas erlebt habe, ja, und deswegen beleidigt bin oder traurig bin, wenn man mir Smarties wegnimmt, beziehungsweise M&M's. Wassermann, du willst das hier nicht so stehen lassen, ja, du scheinst hier dir nicht ganz bewusst zu sein, was da auf der Gegenseite los ist. Dieser Mensch ist ein bisschen verletzt aufgrund von Erfahrungen aus der Kindheit. Du kannst da nichts dafür. Man kann andere Menschen nicht dafür verantwortlich machen, dass sie Schmerzen aus der Vergangenheit wieder hervorholen. Da muss ich dann als Drittperson fragen, warum man immer noch Dinge aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, Entschuldigung, mit sich trägt. Mein Kanal ist ab 18. Da hatte man genug Zeit, ja. Und ich habe vor allem Zuschauer zwischen 40 und 50 Jahren und ihr hattet mehr als genug Zeit, um Dinge aus eurer Kindheit zu verdauen. Okay. Und kommen wir zurück zum Thema Wassermann. Du weißt nicht so recht, was du in deinem Gegenüber ausgelöst hast, aber du weißt einfach nur, dass
der Status quo dir nicht genügt. Du möchtest hier mehr, du möchtest hier mit 8 der Münzen hier an einer Verbindung arbeiten, ja. Und da werden jetzt ein paar Gespräche fällig, schätze ich. Okay. Du möchtest hier auf deinem Sonnenweg, möchtest du auch diesen Menschen mit dir vorwärts bringen, hin zu einer strahlenden gemeinsamen Zukunft. Okay? An die, die hier Dinge aus der Kindheit mitschleppen, lasst es euch gesagt sein von einer mit einer versauten Kindheit. Wer auch immer euch die Kindheit versaut hat, gebt diesen Menschen nicht die Genugtuung, euer ganzes Leben zu versauen. Tut das nicht. Geht zum Doktor, geht Bücher holen, tut sonst irgendwas, aber konfrontiert euch mit dem, was auch immer euch da verletzt, ja, und schaut, dass es euer Leben nicht versaut. Falls etwas Unschuldiges ist wie Smarties, ja, mein Leben versaut es ja nicht, dass ich Smarties, irgendein Problem habe mit Smarties, ja, aber wenn es etwas sein sollte, das wirklich euer Leben beeinflussen könnte, dann arbeitet daran. Gebt den Menschen, euren schlechten Eltern, schlechten Onkeln, Tanten, nicht diese Genugtuung. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Schau mal, 7 der Kelche. Du bist nicht wirklich informiert darüber, was in deinem Gegenüber los ist hier. Ziemlich unzufrieden und irritiert. Okay. Ich werde hier fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Da, wo ich Action sehe, auch wieder die 7. 7 hier, 7 hier, 7 hier. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut.